Leidenschaft für den Sport, Durchsetzungsvermögen, Ehrgeiz. Diese Sportler bringen all das mit. Diese Voraussetzung braucht man schließlich auch, wenn man die größte Stadt der Republik vertreten will. Egal in welcher Sportart. Ja, und in der Leichtathletik werden die 10 besten Athleten in einer Mannschaft versammelt. Na, das Team Berlin ist praktisch, ja, sind Mitglieder oder Athleten, die besonders gefördert werden von uns. Und wir suchen Athleten aus, wo wir sagen, okay, die verdienen eine besondere Förderung und die kriegen finanzielle Mittel von uns zur Verfügung gestellt, dass sie ihren Leistungssport professionell nachgehen können. Julia Fischer, Robert Harting, Christoph Harting, Charlene Wolter, Dennis Krüger, Melanie Bauschke, Lukas Jakubczyk, Stefan Hartmann, Raul Spank und Maximilian Kessler. Diese 10 Top-Sportler bilden also das Team Berlin. Ganz besonders wichtig ist für sie, na klar, eins. Gerade die finanzielle Unterstützung mir natürlich den Rücken frei in Hinsicht auf Trainingslager, Ernährung, also eine Sachen, die natürlich hohe Kosten beinhalten. Wir müssen natürlich monatlich unseren Unterhalt bezahlen, sei es Wohnung, Essen. Und als Student und Leistungssportler habe ich keine Zeit noch zusätzlich zu arbeiten und da bin ich einfach froh, dass man mich da noch unterstützt von der Team Berlin Seite. Diese Unterstützung kommt vom Olympiastützpunkt Berlin, dem LSB, der LSB Sportstiftung, dem Berliner Leichtathletikverband und der Spielbank Berlin. Raul Spank und Maximilian Kessler sind wohl besonders froh, dass ihnen der Rücken freigehalten wird. Sie plagt nämlich das Verletzungspech. Es wird Vertrauen geschenkt, da bin ich sehr froh drüber, weil die 2 gesundheitlichen Rückschläge waren für mich sehr ärgerlich. Ich konnte meine Leistung aus dem Trainingslager natürlich dann nicht zeigen und bin froh, dass Team Berlin mich dann weiter unterstützt und mir vertraut, dass in Zukunft dann auch wieder besser läuft. Wie das gerade Verletzungen nicht gleich immer das Ende eines Athletenlebens irgendwie bedeuten. Und da muss man natürlich irgendwie daran festhalten und versuchen, die Systematik zu verstehen. Bis zur WM in Peking möchte der mittlerweile 400-Meter-Sprinter fit sein. Mit dem Vertrauen des Team Berlin dürfte das wohl kein Problem sein.